Neben mir steht Professor Werner Sauter hier auf dem Corporate Learning Camp 2016 in Frankfurt. Werner, du hast eine Session gegeben zum Thema Kompetenzentwicklung im Netz. Wie viele Leute waren in etwa da und um was ging es eigentlich in dieser Session? Ich habe sie nicht gezählt, aber ich denke so 80, 90 Teilnehmer. Das Interesse war sehr groß. Ja, und es ging darum, die Konsequenzen aus den aktuellen Trends hier zu diskutieren. Also insbesondere der Trend zur Digitalisierung, aber auch der Trend dahingehend, dass Arbeiten und Lernen immer mehr zusammenwachsen. Und dann haben wir die Konsequenzen für die Bildungssysteme, aber auch für die Rolle der heutigen Personalentwicklung diskutiert. Und ein ganz besonderer Punkt war die Entwicklung hin oder weg von einer Belehrungsdidaktik hin zu einer Ermöglichungsdidaktik, weil da das Ziel sich ganz klar in Richtung Kompetenzentwicklung im Sinne Lösen von Problemstellungen am Arbeitsplatz hin entwickelt. Und das kann nur selbstorganisiert erfolgen. Also können die tradierten Bildungssysteme mit Seminaren und fremdgesteuerten Maßnahmen nicht mehr funktionieren, sondern wir müssen den Mitarbeitern die Möglichkeit bieten, ihre Kompetenzen selbst organisiert aufzubauen und ihnen dafür dann möglichst viele Tools und Unterstützung hier zu geben. Aber der Lernprozess muss selbst organisiert stattfinden. Wenn ihr gestern über Ermöglichungsdidaktik gesprochen habt und über das, was du eben darstellst, dann ist das ja noch nicht die Realität in den meisten Weiterbildungsabteilungen. Wie kam das an? Gab es da Zustimmung oder gab es da viele Bedenken, weil ja ihr das bisherige Geschäftsmodell in der Regel ganz anders aussieht? Das fand ich das Schöne an der Diskussion. Es war eine sehr konstruktive Diskussion in dem Sinne, dass verschiedene Aspekte eingebracht wurden. Aber Bedenken in dem Sinne gab es keine. Also wir waren uns ziemlich schnell einig, dass diese Veränderung notwendig ist. Ich bin sicher, dass da jeder ein anderes Zeitraster im Hinterkopf hat. Der eine wird vielleicht dran denken, sofort zu beginnen, der andere vielleicht im Laufe von 5 Jahren oder gar 10 Jahren. Aber dass diese Veränderung zwingend kommen wird, das war eigentlich Konsens in der Diskussion. Und dann ging es darum, wie macht man es am besten, wie setzt man an, wie bringt man die Menschen dazu, aus ihren bisherigen Routinen als zentraler Personalentwickler oder als Trainer jetzt wirklich zu Kompetenzmanagern zu werden oder zu Lernbegleitern. Also es klingt nach einem intensiven Anstoß in der Session, noch dazu, wenn so viele Leute dabei waren. Herzlichen Dank für diesen Anstoß und weiter viel Erfolg hier beim Corporate Learning Camp. Dankeschön.